Ahoi Freunde, ich bin hier bei Matrosen Sasuke und wir sind hier im Laden. Wir gucken mal, ob ich hier ein, zwei Sachen kaufen kann, denn in der J-Force fühle ich mich immer noch nicht so zum Team, weil ich so nackt aussehe. Was ist das hier? Steigerung der Dessert. Nee, wir brauchen Klamotten. Fertigkeitsmutation, eingeschätzt. Was ist das? Ah nee, ich bin nur für Klamotten da. Da Outfits. Oh, aber lass mal einen Blick auf die Fertigkeiten werfen. Oh, okay, hier können wir schon bereits gewisse Fertigkeiten uns kaufen. Ja, ich habe nicht so viel Money, aber Feine Flash etc. ist alles hier am Start. Sehr cool. Okay. Alle, dann kommen das Ganze nach Dragon Ball, nach One Piece. Ey, das ist gut sortiert, finde ich. Boruto etc. Sensei, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hunter, Juju, okay. Kann ich schon AC? Ich wollte schon fragen, ob ich schon alle holen kann, aber wie sieht nicht so aus. Also kannst du gucken, ob von... Ah, City Hunter war nicht dabei. Jedenfalls, Outfits, das ist das, wofür ich hier bin. Oh mein Gott, wieder wie spannend. Jetzt kommen wir... Oh. Bitte? Gibt's eine Vorschau? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Dios Klamotten können wir uns bereits holen. Oh, das ist geil. Das ist so, ich liebe sowas bei solchen Spielen, einzukaufen, meinen Charakter so ein Outfit zu verpassen und so weiter und so fort. Da verballe ich dafür am meisten Zeit. Oh mein Gott, keiner. Sell? What? Das ist doch Bankai von Ichi, oder? Glaube ich, weiß nicht. Ich habe Ichi nicht so krass geschaut. Oh mein Gott, der hat schon geile Klamotten, muss ich ehrlich sagen. Komm, wir machen mir erstmal auf Pirate, let's go. 5000 her damit. Okay, ja, achso, ich kann ja nicht direkt anziehen. Naja, dann kaufen wir ein Unterteil. Sollen wir da direkt das Richtige holen, was dazugehört zum Set? Oder gibt es noch was anderes Nettes? Ja, okay, so viel Auswahl gibt es ja nicht. Vielleicht gibt es da was Günstiges. Das muss nicht sein, auch für 5000, sag ich mal. Da würde auch eigentlich, um ehrlich zu sein, zu dem Outfit so was Nettes passen. So schön schick, schön. So elegant. Ja, Stoffhose. Ja, warum nicht? Komm, dann nehmen wir mal das in schwarz einmal. Ja. Und für die Hände. Ey, ist geil. Oh mein Gott, her mit den Klunkern. Wir wollen die Blackbeard jeden zur Seite hauen. Wir haben nicht mal so viel Cash. Gucken wir uns die ganze Zeit für die Füße. Okay, ja, die sind nicht so prekär. Wir nehmen mal. Oh. Okay. Aber wir wollen nicht zu einem. Oh, Sneaker. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, die sehen mir komisch aus. Aber ist das so? Die sind so. Wir waren so ein. Warte, ich will erstmal kurz die Schuhe aus vorweg und Zubehör an. Oh, wow, Heiligenschein. Ah, es gibt schon geile Sachen. Es gibt auch sicherlich noch viel, viel mehr. Oh mein Gott, die Brille von Don Quixote. Was? Oh, Goldohrringe. Oh, ich hab den Goldohrringen. Als Kind damals, als Yugi zum ersten Mal zum Pharao wurde, also als Atem kam und er diese Goldohrringe anhatte, ich wollte auch quasi als Kind an Goldohrringe oder wie bei Zorro so drei Stück direkt am besten pro und tralala. Das fand ich richtig geil damals. Ich habe jetzt keine Ohrlöcher oder so, aber trotzdem, ich fand das übertrieben geil. Jetzt gucken wir uns mal an. Kurze Shoppingtour. Wir müssen uns aber noch gute Schuhe holen, aber ich würde erstmal gucken, wie wir so aussehen. Ah ne, ich bin zu Avatar anpassen gegangen, aber stimmt das? Oder bin ich hier falsch? Ich wollte den einfach mal die Klamotten aufsetzen. Ja, ich weiß, ich hab's mir auch noch vor. Hast du doch vor auch noch nicht angesehen. Füße, Hände, was? Oberkörper. Ah ja, tatsächlich. Ah, wir hatten sogar schon ein paar Sachen. Die habe ich nicht gekauft, nämlich. Oh mein Gott, was geht? Ah, wir hatten schon ein paar Sachen. Schau mal, vielleicht hätte ich das nicht gekauft. Okay, das passt überhaupt nicht. Lol. Okay, die Hose. Doch. Warte, ich mach mir einen modernen Piraten, mach ich mir. Ja, mit den Klunkern auf jeden Fall. Füße, ja, das müsst ihr auf jeden Fall ändern. Spezial, was ist das? Strumpfhosen, BD. Stutzen. Die Klunker sind richtig cool. Okay, wir sind so ein moderner Pirat. Jetzt müssen wir noch unsere Lackschuhe holen und dann wird das, glaube ich, das Ganze doch ein bisschen gut aussehen. Hoffentlich. Ja, die Hose, die hätte ich eigentlich nicht holen sollen müssen. Da war die Piratenhose, die hast schon mehr gepasst, finde ich. Aber wir gucken mal ganz kurz wieder rein. Ich finde das so cool mit den so Anpassungen. Ich finde das, ja, das ist, sicherlich können wir dann später noch andere Sachen freischalten, bestimmt. Bin echt drauf gespannt, was man da alles machen kann. Das wird bestimmt richtig geil in der Hinsicht. Aber ja, dann, sofern das Ganze lädt, das ist halt, das ist wirklich ein großes Problem mit den Ladezeiten. Ich will da nicht pingelig sein, aber ich finde, die gehen schon ein bisschen zu lang. Oh mein Gott, ja, oh mein, yeah. Ja, die Schuhe, die passen nicht.
Sasuke, Matrosen-Sasuke. Gib mir neue Schuhe. Ah, ich kann glaube die andere Hose jetzt nicht kaufen, weil ich kein Money mehr habe. Aber gib mir mal gescheite Schuhe. Genau. Ja, so viel Cash habe ich leider jetzt auch nicht. Ich würde mal gern von denen welche holen. Welche würden zu uns passen? Richtig schöne goldene. Naja, ja, damit. Let's go. Und das war's auch schon mit dem Geld. Und dann ist das vorerst unser Charakter, die Hose. Oh je, die Hose passt gar nicht. Aber gucken, ziehen wir uns ganz kurz die Schuhe an, Freunde, und dann machen wir weiter mit der Story und gucken, wohin das Ganze geht. Auf unsere Seite. Achso, ja, klar, wir müssen auch die anderen befreien. Jetzt haben wir es nur angezogen, aber. Jetzt ist Pirate Ozado am Start. Die Gold, ey, die Gold auch, ja, die sind zu krank. Okay, ja. Das passt einfach gar nicht. Oh mein Gott, ich will. Das passt einfach gar nicht. Schade, dass es keine Vorschaufunktion gibt. Sonst hätte ich das so direkt angucken können. Und es sei denn, ich habe sie nicht gesehen. War es ganz wichtig, sowas. Jetzt habe ich es sinnlos gekauft. Jetzt habe ich keine Moneten mehr. Oh, mit Goldschuhen da rumzulaufen, das sieht nicht so nett aus. Die Hose muss auch anders noch werden. Aber darum kümmern wir uns im Laufe der Geschichte, Freunde. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Wichtige vom Spiel. Nämlich zur Storyline. Und zwar müssen wir noch ein, zwei Charaktere befreien. Da bewege ich mich jetzt einfach drauf zu dem Missionstresen. Und ja, ich bin wirklich so einer. Eigentlich wäre das ja, vielleicht wäre es klüger. Eigentlich wäre es vielleicht klüger, Fertigkeiten zu kaufen. Aber ja, ich bin da nicht so einer. Ich hole mir direkt einfach die Klamotten, sag ich mal. Jedenfalls, let's go. Und jetzt bin ich mal gespannt, wen ihr befreien können. Auf zur Mission, was das. Schlüsselmission, let's go. Und zwar, okay, zwei Schramme. Böse Buben stehen aufs Prügeln, okay. Wer könnte das sein, Freunde? Böse Buben stehen aufs Prügeln. Yu Yu Hakusho vielleicht? Weiß nicht. Laut Bericht soll in Hongkong ein Venom sein Unwesen treiben. Oh, ich sehe schon gut aus. Ihr brecht was am besten sofort auf, let's go. Angeblich kämpft er gerade gegen ein anderes Individuum. Okay. Werft also gleich einen Blick auf seinen Kontrahenten, alles klar. Schon dabei, Ozado, wir rücken aus. Ich muss sagen, Piccolo ist schon ein cooler Mentor, muss ich ehrlich sagen. Kann Guan da verstehen, wenn er mehr von Piccolo hält als von seinem eigenen Vater. Aber, ja, gucken wir mal jetzt, was hier abgeht. Und danach haben wir noch eins, damit ich drauf schauen, wie es dann weitergeht. Ob wir weitere befreien müssen, Kontrahenten befreien müssen, was ist Kontrahenten, sondern, ja, Verbündeten oder Ali, ja, Verbündeten. Oh ja, guck, habe ich doch richtig gesagt. Yu Yu Hakusho. Nein. Doch, oder? Das ist die Jagd. Doch, doch. Oh, wie breit der ist. Das übertreiben die mit dem. Yusuke. Der ist aggressiv. Hey, geht es dir gut? Ja, ich sehe schon frech aus, Freunde, muss ich ehrlich sagen. Ha. Ich sehe schon frech aus. Da macht es doch deutlich mehr Spaß, mit meinem Boy Ozado zu spielen, ey. Was? Okay, das hat sich ein bisschen falsch angehört, um jetzt sein. Mit dem Charakter zu spielen, auf jeden Fall. Unser Pirate Do. Geil, geil. Ich bin drauf gespannt, was noch in der Hinsicht alles kommen wird. Weil man kann da wirklich sehr viel machen. Sehr, sehr viel. Auch einfach online so gewisse Quests hinzufügen, dass wenn du in der Woche das und das machst, dass du das freischalten kannst. Da bin ich wirklich drauf gespannt, was sie mit dem Content so machen, sag ich mal. Ey, ich hab mich geschützt. Hä? Junge! Ich hab mich geschützt. Piccolo, let's go, ey, was ist das? Warum macht er so viel Schaden? Aus mit dir, Junge. Raus mit dem, Yusuke! Ah, ein Skull 1000 nur. Oh je.
Oh je, oh je. Aber ja, die Klamotten und so, das reizt mich total sowas. Wenn ich irgendwas sammeln kann in so Spielen. Ist richtig geil. Ich hatte auch einen Albtraum, by the way, von Xenoverse 2 an der Stelle. Wenn ich das kurz erzählen darf. Das lädt ja als Spoiler ein bisschen immer. Und da war mal letztens das Kevlar Raid. Für Kevlar's Wig. Im Raid ging nur ein paar Stunden. Und mir haben ein paar Punkte gefehlt, dass ich das bekomme. Moment. Tu es! Okay, es haben ein paar Stunden gefehlt, bis ich das kriege. Ja, bringen wir zur Basis. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich, hieß es, dass es ein paar Tage geht, aber es ging auf Global, sage ich einfach mal, nur ein paar Stunden. Das hat mich so aufgeregt. Mir haben nicht wirklich nur ein paar Punkte gefehlt, damit ich das bekommen hätte. Und im Endeffekt habe ich es bekommen, habe ich sowas von gequittet, bis dann nicht mehr angefasst. Ich wollte es unbedingt haben. Ich hoffe, die machen das in der Hinsicht hier ein bisschen besser, weil ich finde, das ist auch dumm gemacht, um ehrlich zu sein, wenn ich das kurz erwähnen durfte. Okay. Hofft sie. Ja, wurdest du. Ach so, ich bin hier, um ehrlich die Sache schon zu klären. Okay. Du musst wissen, dass die J-Force den Mann, hinter dem du her bist, ebenfalls im Auge behalten wird. Ich hab's verstanden. Und ihr alle wollt jetzt, dass ich euch helfe? Oder was ist los? Ja. Nun gut. Alles klar. Du bist dabei. Gefallen, ja? Ich bin Piccolo und das hier ist Osaru. Ja, ich sehe schon frech aus. Würdest du mir bei meinem Training helfen? Oh, okay, Yusuke, der will's wissen. Korrekt. Der ist cool. Die Anime von ihm habe ich nicht gesehen. Oder Manga habe ich auch nicht gelesen. Genau, aber scheint netter Kerl zu sein, sag ich mal. Jedenfalls, Freunde, machen wir direkt die nächste Mission. Und zwar Wappen des Drachen. Sind diese, nee, diese Saint-Kämpfer, die haben so Pegasus-Sachen am Start. Oder sind waren das Drachen? Sabo? Ja, Mächtige werden jetzt in Europa ausgemacht. Unsere Quellen deuten darauf hin, dass die hiesige Bevölkerung durch das Gebrüll eines Drachen terrorisiert werde. Ein Drache? Ich will, dass ihr beides überprüft. Alles klar, Osaru. Komm, wir sehen uns den Drachen mal an. Drache? Welcher Charakter hat mit Drachen zu tun? Eisen? Ich glaube, in seiner Ulti beschwört er einen Drachen. Oder. Gleich bekomme ich direkt sofort einen Aha-Effekt. Ich sehe es schon kommen. So, ah, der war das Logo. Und wer ist es? Ach so, ah, Dragon Quest Logo. Ja, okay, der ist auch Dragon Quest Die. Der erinnert mich, by the way, an einen Kumpel von mir. Shoutout an Tai. Let's go. Ah, okay, Dragon Quest Logo. Okay, eins, wenn du gerade vor Schlangen getroffen wirst, um weiter auszuweichen. Alright. Kommet sie, kommet sie. Jetzt, komm mal her, du Schwächling. Hey, hey. Geh mal Sabo testen. Was? Aua. Flammenfuß! Au, nicht getroffen. Drachenatem. Oh, wow, was? Oh, stopp, stopp, stopp! Shit. Oh, jetzt bin ich dran. Wie brutal das war. Oh man. Oh. Komm her, ich belege das. Alter, wie krank das mit den Klunkern aussieht. Das ist so geil. Okay, jetzt. Jetzt haben wir den Dackel auch befreit gehabt. Unser Boy aus dem Dragon Quest Dorino. Ja. Jetzt bin ich auch gespannt, wie es mit der Story weitergeht, weil wir haben ein paar Charaktere befreit. Nicht, dass jetzt so eine Sequenz kommt und dann müsste weitere Charaktere befragen und tralala, das war das Ende vom Spiel. Ich weiß, ich bin ein bisschen skeptisch wegen der Storyline, aber ich bin halt drauf gespannt, was sie so bringen werden. Das
Sie könnten es eigentlich ganz gut machen, um ehrlich zu sein. So. Ja, das ist so eine Sequenz, die ist so sinnlos, finde ich. Ja, ich borg den und GG. Das ist eine Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass Drache im Wald nur ein Junge ist. Ja, wow, das hätten wir uns echt sparen können. Ist ja logisch, dass wir danach zur Basis gehen. Jetzt kommt noch mal deswegen Ladescreen. Okay, ich will nicht meckern auf hohem Niveau, aber so Ladezeiten, die machen halt schon was aus. Und ich weiß, ja, ich weiß. Normalerweise, früher waren so Ladezeiten so üblich. Aber wir sind jetzt schon 2019. Da könnte das schon ein bisschen schneller gehen. Es sei denn, es liegt an mir. Hast du keine Erinnerung an den Kubus, der dich kontrolliert hat? Ich fürchte nicht. Wisst ihr, was mit meinen Freunden passiert ist? Welchen Freunden? Ich weiß also nicht, wo meine Freunde sind und wurde übernommen. Ja. Aggressiv jetzt, oder? Ich muss unbedingt stärker werden. Viel stärker. Das wirst du. Und wenn du das tust, kannst du deine Freunde suchen. Oh, Sabo. Die Jump Force braucht Leute wie dich, die aus Überzeugung kämpfen. Schließt du dich uns an? Ja. Ich werde mein Bestes geben. Und zusammen mit der Jump Force kämpfen. Oh, Junge. Haha. Nur her damit dann, unser Boy. Hab seinen Namen vergessen, aber ich weiß, es aus Dragon Quest ist. Dai hieß er, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Unser Boy. Oh, jetzt! Oh, was? Yagami Raito. Nein. Du führst Böses im Busch. Oh. Da ist Böses im Busch. Dem traue ich nicht. Ja. Wie hübsch. Wie nah. Halt mal Abstand, Boy. Wieso hat er keine Stimme? Ja, natürlich kann ich die sehen. Ich hab das Sharingan. Zieh ab, Junge. Aber ich hab nicht im Auge. Ich sag's dir. Tu nicht so anständig. Müsst du nichts dagegen unternehmen? Lässt sich etwas einfach so auf sich beruhen? Die Sache ändern. Zumindest für den Moment. Hau rein, ciao. Muss mir eine Stimme für Ryuk überlegen. Wenn sie ihm keine Gegner mehr haben, warum haben sie mich nicht gerufen? Ich hätte eine schöne Stimme für Ryuk. nee, alles gut. Okay. Jetzt! Oh nein, bitte Direktor, gib mir eine Aufgabe, lass mich nicht so hängen. Sprichst du denn mit deinen Verbündeten? Eine gute Kommunikation ist das A und O. Müssen jetzt mit denen sprechen oder was? Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Let's go! Diesen Light, dem trau ich nicht. Die Musik ist fresh, aber... Oh, Missionen kann ich direkt weitermachen. Ha ja, mach mal. Warum soll ich mit den Jungs sprechen? Oh ja, J-Force Mission Yusuke. Das sieht nach einer etwas längeren Mission aus. Fangen wir die mal an, let's go. Weiß ich, ob jetzt da scheint er explizit dran wegen Yusuke. Sorry, ob jeder Charakter jetzt so eine eigene Mission hat. Oder eine Missionsreihe, sage ich mal. Das wäre interessant. Weil der wollte es ja quasi mit dem anderen. Der hatte mit dem anderen noch irgendwas zu besprechen. Das ist furchtbar, die ganze Stadt liegt in Ruinen. Wir haben Glück, dass unsere eigene Welt nicht so aussieht. Wir haben die Gefahr nur überwunden, weil wir Verbündete an unserer Seite hatten. Weil wir alle diese Leute getroffen haben. Ah. Ja, wer seid denn ihr? Da seid ihr, Venoms! Kommt schon, wir beschützen diese Welt! Komme, was wolle! Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Wer bist du? Du kämpfst nicht, um die Welt zu beschützen. Du kämpfst aus eigenem einzigen Grund. Weil du es liebst, Bidi. Na los, entfesse deine wahren Gefühle, deine Kampfeslust. Du hältst jetzt deinen Mund! Wie aggressiv. Wer ist es eigentlich jetzt mal? Retalk, wer redet da? Oh. Wer redet da? Die Pausenunterbrechung, Freunde. Ich weiß auch legit nicht, was ich in diesen Ladezeiten sagen oder machen soll. Ist auch ein bisschen
komisch an der Stelle. Ah, okay, jetzt ist es schnell geworden. Jetzt ist der auf 99%. Aber man kennt's vielleicht. Jo. Ja. The Legend of 1% it is. Machst du eine tiefe Stille? Oh lol. Hab ihn getäuscht. Oh, was? Nein, 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 ich hab's kommen sehen eigentlich. Okay. Level auf shit nice. Also sowohl, ja, ich kann mein Level erhöhen, als auch die Charaktere einzeln selbst. Wobei ich noch nicht ganz sicher weiß, was es bringt, die Charaktere zu leveln und mich selbst. So, wenn ich mich recht entsinne, gibt es keinen Ability-Baum oder so, oder? Sims hat irgendwas übersehen. Ich guck mal nachher nach. Genau. Ja, aber Freunde, jedenfalls. Guck mal, was jetzt gleich abgeht. Ob es das schon war, ich glaube nicht. Ich bin gespannt, wer es ist, der mit uns geredet hat. Jetzt. Ich hab sie gesehen, deine wahre Natur. Du bist eine perfekte Tötungsmaschine. Was? Halt die Klappe, seid nicht ruhig. Verdammt, ich hätte es erlügt. Ich gebe zu, dass ich in den Kampf gegen einen starken Gegner nicht abgeneigt bin. Ich liebe sowas. Das könnte den anderen genauso gehen. Wir sind ein Haufen, der es liebt zu kämpfen. Also ja, vielleicht kämpfen wir nicht nur, um andere zu beschützen. Was schaust du mich so an, Mann? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur hier da zum Zocken. Natürlich tun wir das. Danke, Osiru. Achso, ja, okay. Aber du musst mir etwas versprechen. Wenn ich irgendwann einmal nur für mich selbst kämpfe, musst du mich aufhalten, okay? Okay. Ja. Yusuke, du hast Probleme. Maboy, du hast Probleme, Yusuke. Vielleicht wäre eine Therapie gar nicht mal so schlecht. Ja, die haben Jump J-Force-Charaktere, sag ich mal. In ihren Animes, Mangas haben sie schon nicht schwer, der ein oder andere. Der hat's schon nicht schwer. Der hat's schon nicht leicht. Der hat's schwer, also nicht leicht. jedenfalls. Ja. Ja, perfekt. Das ist nämlich ein sehr schöner Zeitpunkt, um Schluss zu machen für diesen Part, Freunde. Dann sehen wir uns im nächsten Part von hier an wieder, beziehungsweise, ja doch, von hier an wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.